3, 2, 1. Willkommen, Freunde des gepflegten Würfelns bei Gitz Gaming. Ich bin Stefan aka Git und wir machen heute wieder endlich ein Matchall Warhammer 40k. Das ist die Mission Surround and Destroy. So sieht's aus auf der Map. 6 schön verteilte Objectives. Und das Secondary, das Missionsspezifische ist, wenn man eins der Objectives in der Aufstellungszone des Gegners erhält, bekommt man 4 Punkte und bei beiden 8. Recht unwahrscheinlich. Es ist ein 1-2-more von den Primaries, das heißt ein Punktefest. Schauen wir mal, wie sich das dann darstellen wird. So schaut das Ganze im Spielfeld aus. Mal rauszoomen. Und mal mit der anderen Kamera. Ja, das ist wieder das WTC-Gelände. Gelände selber von Wayland Yutani, www.waylandyutani.com, glaube ich. Ansonsten einfach googeln, findet man. Ist recht schnell aufgestellt und recht leicht zu transportieren. Ich finde es gut. Man muss ein bisschen die Ränder, da sieht man es eh. So kommt es frisch raus. Das heißt, die weißen Bruchkanten sind sichtbar. Und wenn man mit einem Edding drüber farbelt, mit einem braunen oder einer passenden Farbe, schaut das auch ganz gut aus. Ja, das ist die Map. Wir haben kleine Ruine, kleine Ruine, kleine Ruine, kleine Ruine und schräg die großen. Kann man nicht durchschauen oder kann man nicht hineinschauen und in die kleinen Kammer hineinschauen. Das ist Wald, den gibt es auf der anderen Seite auch noch einmal. Und ansonsten haben wir hier noch einen Krater und gegen gleich auf der anderen Seite auch einen Krater. Und die netten Objective Marker 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, gehen wir gleich weiter zu den Armeen. Es wird immer mehr bemalt, der Thomas ist auch sehr, sehr fleißig. Heute haben wir Death Guard gegen Astra Militarum oder Imperial Guard. Ich fange mal mit meiner an, weil da sind wir wieder schneller. Ein Brigade Detachment, hurra, hurra. 6x Infantry Squad oder Guardsman Squad mit einem Chainsword am Sergeant. Dann haben wir einen Astrobat mit Barrier, einen Company Commander, einen Platoon Commander. Am Platoon Commander haben wir das Relic, die Pax Cardia, das heißt in 6 Zoll ein Cardia, es ist ein Cardia Brigade, Entschuldigung, habe ich nicht dazu gesagt. In 6 Zoll, wenn ich auf eine Unit ein Cardia Stratagem verwende, kostet es eins weniger. Und in der No Detachment Kategorie haben wir eine Calidus. Dann haben wir noch bei den Troops 2x5 Science, 2 mit Plasma, also jeweils einer mit Plasmawerfer und am Tempesto eine Plasmapistole und Chainsword. Heavy Support, 2 Manticores mit Full Payload, das heißt keinen anderen Warlord Trade. 2 Demolisher Lemon Ross in unterschiedlichen, also nicht in einer Squad, sondern getrennt voneinander. All the Heavy Flamers rundherum und die Demolisher Cannon. Dann haben wir noch 2 Tank Commander, der mit dem anderen Röhrl hat Gatekeeper, das ist das zweite Relic, das ich mir gegönnt habe. Und normale Battle Cannon, Laserkanone im Rumpf, 5 Bulgarins und 3x1 Sentinel, relativ nackert. Habe ich irgendwas vergessen zu sagen? Nein, mit 10 Command Points starte ich und die Secondary sagen wir ein bisschen später. Da haben wir die liebe Death Guard. Die sollte ich jetzt schon kennen, aber ich lasse es einfach wieder den Spieler selber machen. Ich sage, was ich sehe und du ergänzt. 3 Plagueburst Crawler mit den Entropy Cannons und den Maschinenkanonen. Wir haben einmal, zweimal Volkite, Relic Volkite. Oder das heißt da anders, heißt Chaos. 3x3 Death Shots, genau. Hier ist der Champion mit der zusätzlichen Plagueburst Gauntlet, genau. 1x17 und 1x18 Boxwalker, 1x10 und 1x10 Kultisten. Jawohl. Ein Tallyman mit dem Tollkeeper. Diese Relic, ja. Dann ein Bloodspawn mit dem Stenchwets und ein Sorcerer. Und Big Bad und Demon Prince, der hat den 5er Pain und den Black Scar. Auf Glothilla! Gut, wir haben noch nicht geschaut, wer Attack und Defender ist. Wir haben noch nicht geschaut, was die Secondaries sind, obwohl wir es wahrscheinlich eh schon wissen. Wir melden uns dann nachher mit der Aufstellung und den Secondaries. Bis gleich. Die Aufstellung ist vollbracht. Fangen wir auf der Imperial Guard Seite an, von links nach rechts. Demolisher, Infantry Squad, Scout Sentinel, Infantry Squad, Demolisher, Manticore, der Platoon Commander, Infantry Squad, Scout Sentinel, der Astrobat,
nochmal Infanterie, die Bullgrins mit dem Company Command in der Mitte. Hier ein bisschen ein Cluster, das werde ich hier bereuen, weil da werden die Mortal Wounds reinregnen. Manticore und die zwei Tank Commander. Zweimal Infanterie und ein Scout Sentinel. In Reserve die Kalidus und die zwei Units der Science. Auf der anderen Seite nur einmal drei Death Shroud in Reserve. Und ebenfalls von links nach rechts. Kultisten, der Sorcerer, ein Crawler, Unit Boxwalker, das ist eh 17 und 18, die sind ziemlich gleich groß, da brauchen wir keinen Unterschied machen. Death Shroud, die bisschen nach hinten, die zwei Contemptor mit den Volkites, nochmal zwei Crawler. Der Teleman, der Blightspawn, Frau Blightspawn, nochmal Death Shroud, die kleine Unit Boxwalker, der Dämonenprinz und hier auf dem die große Unit Boxwalker. Ja, die Secondaries sind wir noch schuldig, nehmen wir einen Kaffee. So, kommen Sie zu mir. Der Thomas hat genommen Bring It Down, weil ich habe sehr viele Panzer, klar. Ritual, so, und das letzte habe ich nicht reingeschrieben. Und das andere ist Spread the Sickness. Spread Sickness. Wo er die Objectives besudeln muss. Ich habe Retrieve Octarius Data, Engage und Assassination. Das dritte ist halt immer, wenn man keinen eigenen Codex hat, ein bisschen so eine Frage. Aber ja, so ist das halt. Gut, und schon sind wir beim obligatorischen Roll-Off on Camera. Wo machen wir es? Bei dir oder bei mir? Ja, passt, dann bist der Gast, sonst sehe ich den Wurf nicht, sonst kann ich nicht anfangen. Eine gepflegte 6, ich hasse es. Eine gepflegte 5. Schade, ich hätte mir sehr den ersten Zug gewünscht, aber andererseits macht es, glaube ich, interessanter, das Spiel, wenn ich nicht den ersten Zug habe und wenn ich mal die Salve abbekomme. Gut, schauen wir mal, wie gut oder schlecht das ausgeht. Bei Turn 1 Death Guard. Wir melden uns wahrscheinlich nach Bewegungsschuss und Psi-Phase zurück. Ich mache mir jetzt mal meinen Advanced Move mit den Scout Sentinels. Bis gleich. Wir melden uns schon am Ende der Psi-Phase zurück, weil wenn durch Beschuss was verloren geht, dann kennt sich wieder keiner aus. Ich wechsle einfach auf die andere Seite. Kann ich so machen? Nein, das kann ich nicht machen. Dieser Crawler ist ein bisschen nach vorne gerutscht, damit ihr hier Line of Sight, man erkennt es kaum, aber da hinten steht die Manticore. Bekommt. Das war kalkuliertes Risiko von mir, weil ich mir dachte, okay, minus to hit, da muss er einiges investieren. Ansonsten sieht man hier auf großer Front vor, marschiert. Der Dämonenprinz ist vorgehüpft, hat das Ritual erfolgreich gemacht. Ich hätte bannen können, aber mit einem 10er gecastet ist es schwierig. Ebenfalls advanced, die Kultisten haben ihr Spread the Sickness gemacht, haben drei verloren. Der hat sich, glaube ich, nicht bewegt. Und das ist es. Wir wollten es nochmal kurz zusammenfassen, damit man einfach sieht, was wo steht. Man sieht auch da in der Mitte haben sich die Sentinels vorbegeben. 1, 2 und 3. Ganz einfach, um ja, vielleicht einen Moveblock aufzuziehen. Oder zumindest ein Gage zu scoren nächste Runde. Ja, wir melden uns am Ende der Schussphase, glaube ich, wieder, beziehungsweise am Ende des Zugs, weil mehr als der Beschuss wird jetzt nicht mehr passieren. Bis gleich. Ende Turn 1, Death Guard, mit einem blauen Auge davongekommen, mit einem sehr blauen Auge. Ein kleiner Lebenspunkt darüber, nachdem sich jetzt so gut wie alle Mörser und die zwei Lanzen drauf eingeschossen haben. Rain of Confusion hat sich ein bisschen ausgezahlt, hat ihn einen Command Point mehr gekostet. Ich glaube, ich werde es aber nicht verlängern, weil ich habe selber sehr viel ausgegeben, versucht hier zu schützen. Haben die Contemptors reingeschossen, ich habe die rechte Unit ist weg. Die linke Unit habe ich mit Wall of Flash, glaube ich heißt, oder Flash Shields mit den Bullguns minus 1 to hit gemacht. Hat sich auch ausgezahlt, waren viele Zweier dabei. Aber der Teleman, glaube ich, ist es, der dieses Relic hat mit den Exploding Sixes, das ist halt übel, weil es sind dann halt doch bei 16 Schuss ein paar Sechser dabei und damit ist das wieder negiert. Das heißt drum, Dame der Moralwert versorgt, es ist einer stehen geblieben, da sind ein paar gestorben, die haben den Moralwert geschafft. Diese kleinen einzelnen Lebenspunktverluste sind der spezielle Mörserschuss, der reingekracht ist. Der hat jeden Tank Commander einen gekostet und Bulgen einen gekostet und den Company Commander. Company Commander auch einen gekostet? Ich weiß gar nicht mehr. Nein, Company Commander, aber die Unit hat auch einen verloren. Dem haben wir nur zwei verloren, die müssen auch noch testen.
oder? 12, 4, 6, 8, 9. Nein, die haben nur einen verloren. Passt, die haben nur den Mörserschuss verloren, das passt. Ja, das ist es. Der Thomas hat, also auf der Seite ist eigentlich nichts passiert. Da ist einmal, glaube ich, mit einem Mörser auf ihn geschossen worden, mit zwei Schuss oder so, und ist daneben gegangen oder hat einmal nicht getroffen und einmal nicht gewundet. War Gott sei Dank eine nicht so prickelnde Schussphase. Das Einzige, was prickelnd war, ist der Verbrauch von meinen Command Points von 10 auf 5, weil ich hier, Entschuldigung, das habe ich noch nicht gesagt, hier habe ich Insane Bravery gemacht, damit ich meinen, obwohl das hätte ich gar nicht machen brauchen, oder? Weil ich kann eh nicht scoren. Ich nehme es zurück und würfel. 2, beziehungsweise die haben viele verloren, dann mache ich nur für, ich schaue hier einen Einserwürfel. Na gut, nehme es zurück, weil ich kann eh nichts scoren. Ich habe gedacht, ich verliere meine Primaries. Ich bin schon in der zweiten Runde. Gut, sei es drum. Was hat der Thomas gescored? Er hat das Ritual gemacht und er hat Spread the Sickness gemacht. Das habe ich noch gar nicht eingetragen. Wo ist der Stift? Wie viel bringt das beim ersten? 3. Okay, 3-mal. Passt. Das heißt, wie gesagt, mit einem blauen Auge noch davon gekommen. Ich werde jetzt ein paar Command Points ausgeben müssen, weil ich auf jeden Fall mindestens einen Crawler zerstören muss. Im Idealfall mehr. Und wie ich das mache, überlege ich mir. Dauert jetzt noch eine Dreiviertelstunde wahrscheinlich. Und wir sehen uns dann am Ende der Psi-Phase wahrscheinlich. Weil wir mich bewegen, mit Move, 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 kennt sich dann wieder keiner aus, wer wo steht. Bis gleich. Turn 1 Guard. Also Astra Militarum. Cardia. Und Guard ist auf beiden Seiten irgendwo vertreten. Gut, was haben wir gemacht von links nach rechts? Der Sentinel ist nach vorne, schön Line of Sight auf die lustigen Kleinen. Der ist nach vorne, Line of Sight auf die lustigen Kleinen. Der Lemon Russ ist nach vorne, der wird mit Shock Troops als Stationary gelten und wunderbar schießen können. Dann ist er nur ums Eck, damit ich Line of Sight auf die Poxys habe. Einfach versuchen, die ganzen Obsec von ihm mal zu clearen. Ansonsten die Infanterie ein bisschen ausgeschwärmt, hier einen mit dem C hineingehalten, da nach vorne hinter die Wand, Company Commander ebenfalls nach vorne, hat keine Orders gegeben, weil es hier nichts bringt. Der Astrobat ist vorne, wollte auf ihn plus 1 auf den Safe casten, auf die 10, Thomas hat gesagt auf die 11, nein, machst du nicht, okay. Bei ihm ist am Anfang der Runde Relentless als Stratagem verwendet worden, damit er auf vollem Profil agieren kann. Und die haben gerodet, sind ein Stückchen zurückgefallen. Er ist nach vorne und hat gerade mal so, man sieht es jetzt wahrscheinlich ganz schlecht, aber ich muss ein bisschen rübergehen, aber er hat Line of Sight auf den ganz rechten Kultisten mit 3 Schuss. Ich glaube, 3 Schuss hat der Multilaser oder so, also es wird ja nichts passieren, aber besser als nichts. Und er ist jetzt so weit nach vorne gegangen, dass er auch den hinteren Blackbird Crawler sieht. Der Plan ist, mit dem linken viel Schaden auf diesen Blackbird Scorer zu machen, sprich, wir werden mit dem Gatekeeper, weil der sieht ihn aus dem Stand, drauf schießen, hoffentlich ein, zwei Schaden machen, Overlapping Fields of Fire zünden, dass ich plus 1 to Hit habe, das negiert das minus 1 to Hit, das drauf ist, damit trifft er weiterhin auf die 4, wird man noch Vengeance für Kadia machen, damit ich alle Hit- und Wound-Rerolls machen kann. Und wir werden auf jeden Fall Shock-Troops und Load-Fire-Reload machen. Das heißt, da wird, wenn du wahrscheinlich 5 oder 6 Command-Points drin versenkt, der sollte aber eben jetzt auf die 4+, alles wiederholen, Double-Exploding-Sixes, Hail of Fire kann man auch noch machen, dass er die maximale Schussanzahl hat. Und dann sind wir schon fertig. Ja, also der sollte den fast zerreißen, zusammen mit dem Gatekeeper. Und dann werden wir den wahrscheinlich anrupfen und mit beiden Manticores drauf schießen und mit dem einen Lemon Russ. Und hoffen, dass wir vielleicht den auch noch zerstören. Das wäre natürlich der große Wurf. Schauen wir mal, was passiert in der Schussphase Turn 1 Guard. Bis gleich. Ende Round 1 in dem Fall, weil wir fassen alles zusammen, weil Charge Phases hat es bei mir auch nicht wirklich gegeben. Cardia ist ein bisschen eskaliert, vor allem dieser Herr. Ich habe jetzt einmal die Strategies ausprobiert. Am Endeffekt habe ich nicht so viele verwendet, weil ich habe keine Overlapping Fields of Fire gemacht. Obwohl das war trotzdem schlimm genug. Also der Gatekeeper hat ihn genau einmal verwundet und hat ihn auf 10 Lebenspunkte runtergeschossen. Dann habe ich gedacht, soll ich jetzt was machen? Zahlt sich das aus? Overlapping Fields of Fire kostet halt doch 2. Dann habe ich gedacht, wurscht. Ich mache dann Vengeance for Cadia. Dann habe ich sowieso die Rerolls. Siehst du, es ist mir wieder was eingefallen. Ich muss es machen.
Das Shock Troops übrigens. Das habe ich vorhin nämlich wieder zurückgenommen. Also ich habe verwendet Vengeance for Kedia ist einer, ich habe verwendet Hail of Fire für zwei und ich habe verwendet die Shock Troops, das kostet aber nur eins, weil es ein Cardia Strategy ist. So, bin ich auf drei. Dann war alles richtig. Damit ich nämlich Remain Stationary und zweimal schießen kann. Und die Max-Shots hast du abgenommen? Genau, Hail of Fire habe ich gehabt, okay. Vengeance for Kedia und die Shock Troops. Die Exploding Sixes? Ah ja. Bin ich wirklich auf 2. Passt. Das ist alles wahr. Gut, das heißt, wir haben die Double Exploding Sixes gegen Vehicle gehabt, wir haben die volle Schussanzahl gegen Vehicle gehabt, wir haben To Hit and Wound Reroll gehabt und wir haben Remain Stationary. Also wir haben alles rausgepulvert und haben ihn ohne Schaden zu würfeln, wir haben 12 Wunden sind durchgegangen, das war ein kompletter Overkill. Hätte der eine Schuss vom Gatekeeper, hätte man auch was anderes machen können. Aber okay, jetzt wissen wir es, das funktioniert ganz gut. Das heißt, den haben wir zerstört. Und dann hat das Trio Manticore, wo ich Relentless gezahlt habe, und der andere Tank Commander haben auf den Crawler da, der hier gestanden ist, geschossen und haben ihn gerade mal so eigentlich zerschossen, weil er die Saves nicht geschafft hat. Er hat immer 4 plus gewürfelt, also 4 gewürfelt statt 5er. Auch mit einem Reroll hat es nicht geschafft. Die Kultisten hinten haben einen Mann verloren, weil sie so beschissene Moralwert haben. Müssten sie eigentlich testen, aber es ist nur einer gelaufen, das heißt, hier hat er das Objective behalten. Ich habe leider Gottes hier den Charge nicht geschafft. Ich wollte eher so auf sein Objective kommen, um ihn zu segieren und die Boxwalker zu taggen. Da wären 7er gewürfelt und es wären 8er nötig gewesen. Ein 6er gewürfelt oder 7er wäre nötig gewesen. Hier wollte ich zuerst chargen, der Thomas war so nett und hat es mich revidieren lassen. Was wäre passiert, hätte ich hier gecharged. Ich wäre hinein und er hat gesagt, pile in, consolidate. Und wäre dann auf dem Objective gestanden mit mehr als ich und hätte mehr Punkte gescored. Das wäre natürlich ein absoluter. Ja, ich hätte nicht mehr gescored. Na, du stehst dann auf. Ja, aber es ist ein oder okay, eins ja. Und zwei. Also, es hätte mir im Endeffekt nichts gebracht, aber ja. Ja, aber eigentlich, dann sollte ich sagen. Ich wäre vorne gewesen, wie du möchtest. Ja, aber zerstören wirst du ihn ja nicht. Nein, zerstören wir ihn. Machen die Mortals gegen Wegels auf? Nur wenn ich einen CP zahle. Hm? Wie viel hast du noch? 7. Okay. Nicht machen. Der hat 6 Leben oder was, oder? Das ja, 5 Leben. Naja, wir überlegen das nochmal kurz, ob das dann vielleicht doch einen Sinn macht, weil ich habe zuerst gedacht, er scoret dann mehr Punkte, weil er auf dem Objective ist, aber ich bin selber auch auf 4 Grad, also muss aber sowieso irgendwas runternehmen. Das überlegen wir uns noch, ansonsten, ich habe Engage gescored mit diesem hier und mit diesem hier. Ich habe keine Assassination, aber ich habe hier gerodet im Eck unten, das haben wir noch mitbekommen. Und ja, das mit dem Charge überlege ich mir nochmal und wir sehen uns dann in Turn 2 Death Guard wieder. Turn 2 Movement und Psychic von der Death Guard, diesmal von der anderen Seite, um euch zu verwirren, was ist passiert. Hier gar nichts. Sind so gut wie stehen geblieben, glaube ich, oder? Ein bisschen herumgeschaffelt. Ja. Also er ist aufs Objective drauf gefahren, sehr brav. Die sind, glaube ich, noch vorgerutscht ein bisschen, die Boxes sind aber nicht advanced, weil sie chargen wollen. Der Dämonenprinz ist hingesprungen, hat jetzt Curse of the Leper hier gemacht, hat 3 leprös gemacht und kaputt gemacht. Die Deathshot ist auch noch vorne. Der, wie heißt der eigentlich? Plaguecaster. Wie heißt der eigentlich? Ferl. Plaguecaster hat versucht das Psychic Ritual, hat einen 4 gewürfelt, womit es geschafft hätte. Damit war er unzufrieden, weil ich könnte es ja denyen und hat es in Perils umgewandelt mit der Doppel 1. Also kein Ritual diesmal. Hier auch nur Geschaffel irgendwo. Die werden wahrscheinlich nichts machen, weil sie nichts sehen werden. Durchs Fenster. Ah, durchs Fenster. Skandalös. Ausgezeichnet. Hier habe ich dann doch den Charge gemacht. Habe 2 Lebenspunkte verloren, habe einen erschlagen. Aber es war mir irgendwie wert, in seiner Hälfte zu bleiben, ihn weiter auszuscreenen mit für die Deep Strikes, weil die Death Shroud, die dritte Unit, ist jetzt nicht runtergekommen. Und diese Unit musste da auch ein bisschen einen Umweg machen. Also haben wir ganz gute Chancen. Die Poxys haben sich runterbewegt. Jetzt steht keiner am Objective. Momentan nicht. Okay, das ist gewollt. Kommt. Kommt noch? Ja. Achso, du. Mit Charge. Du tust mich nach hinten, oder was? Ja, ich charge da und dann bewege ich mich darauf. Aha, wir werden es dann sehen, wenn es soweit ist. Passt. Das ist passiert. Schussphase. Also ich denke mal, von dem Manticore werden wir uns verabschieden, weil der hat nur einen Lebenspunkt. Das wird sich der Blackbird Crawler nicht nehmen lassen. Mhm. Oder doch, wer weiß. Mit Relentless schießt er wieder vom Profil. Ich kenne da nichts. Mhm. Genau, ansonsten sehe ich hier einen in naher Zukunft getaggten Lemon Russ, aber dafür haben wir die Flamer, damit wir uns da irgendwie wehren können, wenn es sein soll. Fallback und Shoot haben wir etabliert, geht mit Shock Troops nicht.
Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Schauen wir, was passiert. Schussphase, und wenn in der Schussphase nicht viel passiert, melden wir uns erst in der Charge-Phase wieder. Bis in Kürze. Turn 2, Death Guard, Bewegung, Psi und Beschuss. Bewegung, sind auch vorgesprungen wie die Wahnsinnigen, alle haben wir vorhin schon gehabt. Das heißt, Beschuss, wie erwartet, den Manticore hat es zerrissen. Der Scout Sentinel ist tot, dieser Scout Sentinel ist ebenfalls vom Blackbear Scholar erschossen worden, also die Lanzen auf ihn und der Mörser auf den Manticore. Die Herrschaft in der Mitte gibt es nicht mehr, die sind durch die Gauntlets von der Death Shroud gestorben. Da sehen wir jetzt übrigens diesen Charge Move, der sich gerade so ausgegangen ist, also das Auffädeln war doch nicht so einfach. Was richtig bitter war, ich habe für die Unit, die da gestanden ist, ich hab im ersten Zug mit mir gehadert, soll ich überhaupt auf die andere Seite kommen. Habe dann nicht einmal mit ihnen geschossen, obwohl, glaube ich, da die Poxwalker ein bisschen in Reichweite gewesen wären, nur vielleicht ein, zwei rausschießen. Hab's nicht gemacht und habe alle in Cover gehabt und habe T-Cover gemacht und habe auf einen Dreier gegen den Contemptor safen dürfen und habe 8 versaut. Einfach so 8 versaut, 2 Mortals habe ich auch noch kassiert und das war bitter, weil jetzt steht hier am Objective nichts mehr, was Objective Secure hat. Die Boxwalker haben natürlich eine Alpha Charge hingelegt, wenn sie es brauchen, und sind bis auf mein Objective gekommen. Also das war jetzt leider Gottes eine Verkettung von unglücklichen Zufällen. Ja, aber so ist es halt. Da sind alle Charges geschafft worden, mit Revol hier einer. Und die Death Shroud ist gerade am Werk mit plus 1 to Wound gegen die Bullgrins. Schauen wir, was am Ende der Runde noch steht. Ende Turn 2 der Death Guard, und da zeige ich euch gleich die Situation. Und warte, bis das Wasser aufhört. zeige ich euch gleich die Situation, die das Spiel entscheidet. Der Charge, das hat harmlos ausgeschaut, weil was machen schon Boxwalker? Ja, mit dem Stratagem löschen sie alle aus. Der ist übrigens auch tot, weil er Wert versaut hat. Löschen sie halt eine Infanterieeinheit locker aus. Waren 5 Mortals, 5 oder 6 waren es. Einige 6 halt dabei beim Treffen. Manchmal hat man Glück. Und durch das wieder aufstehen, wenn ich im Nahkampf, wenn sie Infanterie killen, können sie welche dazu beschwören. Taggt er jetzt den, taggt er den, und die zwei hängen und können eine Runde lang nichts machen, und bis ich mich da befreit habe, ist die nächste Welle da. Also das ist, ich glaube, das ist Game. Wir werden es natürlich weiter fertig spielen, weil ich schaue noch, was drinnen ist, weil es ja ein Turniersetting ist. Aber es ist halt schade, wenn so einzelne Würfe, ich meine, das war eine Fehlentscheidung, dass ich da vor die Wand gegangen bin, da wären wenigstens noch 2 Guardsmen da gewesen. Die hätten jetzt vielleicht noch irgendwas tun können, aber an sich schaut das jetzt eher grimmig aus. Weil, ja, weil 2 Battletanks eigentlich nichts machen, außer ein paar Boxwalker wegschießen im Nahkampf. Naja, ja, vor allem selber auch nichts getroffen. Also ich habe 3, 6 Attacken auf die, also 3 auf die 4 plus, 3 Attacken vom Platoon Commander auf die 3, nichts getroffen. Also das wollte nicht so richtig. Und auf der Seite haben die Bullwins zwar den Moralwert bestanden, was eigentlich nichts bringt, weil vollkommen führen die Fisch, weil sie stehen jetzt da und sterben jetzt wahrscheinlich in meiner Runde. Und die Death Guard Units sind soweit befreit. Das heißt, ich müsste eigentlich entweder mit ihnen irgendeinen Blödsinn machen und da einkesseln und schauen, dass sie nicht durchkommen. Oder ich muss aus dem Nahkampf zurückfallen für 2 Command Points und habe dann keinen. Also wie man es dreht und wendet, ist das jetzt eine ganz schlechte Situation auf allen Fronten. Wahrscheinlich muss ich aus dem Nahkampf zurückfallen und reinschießen, weil sonst mache ich gar nichts. Und mich da aufs Objective stellen, damit er wenigstens in seiner Runde nicht wirklich scored. Der ist da auch kaputt gegangen. Ja, nicht so prickelnd. Die Science werden jetzt runterkommen und ein bisschen Punkte für mich holen. Aber grundsätzlich, wie gesagt, leider Gottes, da, das ist ziemlich ärgerlich, dass da der 11 Zoll Charge. Wäre es ein kürzerer Charge gewesen, wäre das Ganze schwieriger gewesen. Und dann auch noch eine ganz gute Nahkampfphase. Bitter. Bei den Bullgreens auch mit den Attacken, es gab 7 Attacken, waren es zurück, 3 getroffen auf die 3 Plus. Das ist leider Gottes dann auch bezeichnet, dann natürlich ein 1er beim Wunden dabei. Ein bisschen bergauf gerade, aber ja, was soll's? Schauen wir, was Turn 2 bei der Guard mit sich bringt. Turn 2, Movement, Psi und Ohr, das von der Guard. Auf der Flanke hat sich nichts getan, er sieht bzw. will eh seine Revolts haben, die sind alle getaggt. Hier sind wir, mussten wir leider advancen, hätte gerne ein bisschen geschossen, aber so ist es halt. Aufs Objective advanced. Der Company Commander ist darüber advanced.
Die drei sind zuerst hierher advanced und mit Move of Move dann nach hinten advanced. Die Bullgrins mit Desperate Breakout da hinaus haben überraschenderweise niemanden verloren. Astropath nach hinten hat ihnen plus 1 auf den Safe gegeben, einfach um sie lästig zu machen, wenn irgendwer sie holen kommen möchte. Die sind 4,9 Zoll hinübergeschaffelt, einfach um Line of Sight auf die Boxwalker zu kriegen. Und da hinten lustig, Sion runtergekommen, 9 Zoll, mehr als 9 Zoll entfernt vom Tank. Und die Kalidus, da werden 1 gewürfelt, 4 Zoll entfernt oder ein bisschen mehr als 4 Zoll entfernt von den Kultisten, die auf der anderen Seite sind. So, da sind sie, Kultisten auf der anderen Seite. Gut, ansonsten haben wir da hinten noch Sions runtergelassen und ihnen sie robben lassen. Könnten eigentlich, wenn man es sinnvoll macht, ganz hinten 6 Zoll vom Objective entfernt, einfach möglichst weit entfernt, damit sie möglichst sicher sind. Und das war's. Ordes, genau, er hat sich selbst Fix Bayonets machen lassen, hat mit den drei Attacken, die er hat, tatsächlich 2 Boxlocker erschlagen, das hätte er vorher schon machen sollen, der Depp. Und die 2 Tanks haben sich selber Reroll Once gegeben, weil sie sich bewegt haben. Und hier haben wir eben einmal Move, Move, Move gemacht. Gut, dann schauen wir, ob ich mich in der Schussphase irgendwie retten kann. Und wir melden uns am Ende wieder. Turn 2. Astra Militarum, durchwachsene Schussphase. Die 2 Lemon Russ haben die Poxwalker weggeflamed, was gut war. Das war von 19 durchschnittlichen Treffern waren es von 20 durchschnittlichen Treffern waren es 19 und es ist sich genau ausgegangen, dass alle sterben. Von ihm war die Kanone, die Battle Cannon angesagt auf die Terminatoren. Dafür waren das nur, glaube ich, 4 Schuss oder so. Na, 5 Schuss und 2 Einser. Das heißt, 7 Mal hätte ich eine Chance gehabt auf einen Vierer. Habe keine geschafft, das ist schade. Das ist ein bisschen Pech im Glück. Auf der Seite war es leider Gottes fast nur Pech. Die Laserkanonen immer auf die Death Shroud. 2-mal den Vierer safe geschafft. Okay, das passiert. Und dann leider Gottes, obwohl ich da 12 Schuss hatte mit Gatekeeper, war es nicht so prall mit den Treffern und mit den Wunden. Immer der obligatorische Einser bei den Wunden dabei. Und 4-2er bei dem Herrn. Und er hat 8 Schuss gemacht und hat, ja, es stehen noch 6. Was, lange Rede, kurzer Sinn. Das heißt, auf dieser Seite hier haben wir leider Gottes versagt. Und leider auch Gottes auch kein Death Shroud erschossen. Da hinten haben wir mit Plasmapistole und Plasmawerfer nicht overheated auf die Kultisten geschossen. Haben nichts gemacht, weil ich 3 Einser beim Wunden gewürfelt habe. Und die Hotshotless Guns haben dann halt nur einen erschossen. Das ist einigermaßen klar. Gut, der macht es nicht aus. Es ist halt eher diese 3 Einser, die so ein bisschen Insult to Injury noch sind. Gut, das heißt, in der Charge Phase haben wir eigentlich hier nur die Kalidus und wenn sie gecharged hat, erfolgreich hoffentlich die Science auch noch hinein, damit ich Obsig am Punkt habe. Ich habe aber keine Command Points, also gehe ich davon aus, dass das schief gehen wird. Wir sehen uns am Ende der Runde 2 wieder. Gut, und wie angekündigt, der kurze Charge mit der Kalidus hat funktioniert. Ich habe den Kultisten erschlagen und dem Tank auch einen Schaden gemacht mit dem Fessort, weil ich nicht alle Attacken auf den Kultisten gemacht habe. Die Science haben es leider nicht in den Nahkampf geschafft, das heißt, es ist nur contested. Aber ich habe zumindest verhindert, dass er 3 Primaries scored. Ich selber habe leider Gottes, das habe ich gar nicht dazu gesagt. Ich habe nur 1 Primary letzte Runde gehabt, das heißt für 5. Das heißt, am Ende von Round 2 schaut es aus 10, 15, 19, 22 zu 5. Rod ist jetzt schon auf, bei 2 ist es 4, gell? Ja. 5, 9, 15. 15 zu 22. Ja, also wie gesagt, da leider Gottes durch diesen Charge mitten hinein. Das war bitter, dass ich da jetzt die nicht weggekriegt habe. War leider Gottes auch, nein, nicht unbedingt wahrscheinlich, aber er hat übrigens 2-mal getroffen und nicht verwundet. Das sind halt dann auch solche Sachen, diese einzelnen Geschichten. Mir fällt noch ein, ich hätte mit ihm noch schießen können. Darf ich noch eine Laserpistole drauf machen? Ja. Er verfehlt. Ausgezeichnet, gut gemacht. So, ja, also, dass die jetzt alle am Objective stehen, ist natürlich bitter. Ich bin aber momentan auf 1, 2,
3, 4. Ich conteste, das heißt, der Thomas scored jetzt nur 10 Punkte. Und wir würfeln Teleman. Ja, bitte würfeln noch für Teleman. Nein, gibt es heute nicht. Aber jetzt gleich vielleicht. Und wir sehen uns in Kürze wieder, wenn es heißt Turn 3 Death Guard. So, Dole, wir machen nur mal ganz große Zusammenfassungen, weil es wie gesagt eh leider gelaufen ist. Deathshroud ist runtergedroppt hinter dem Haus, andere Deathshroud ein bisschen vor, der Blightspawn auch noch vor, die Wallcats haben Lemon Rust zerstört, der ist nicht explodiert, auf der Seite ist der Dämonenprinz vor, mit dem Plague Skull hat er den Psyker gekillt, Smite auf die Bulgrins ist einer noch gestorben, die Deathshroud ist nach vorne und das ist natürlich da. Das ist der eigentliche Genickbruch, dass die wieder nach vorkongern können. Es sind wieder 5 oder 6 dazukommen und haben jetzt quasi einen Auto-Charge auf die Lemon Rust. Das heißt, die machen nichts mehr. Und der Crawler hat mit den zwei Triple Cannons die Kalidus erschossen und der Mörser wäre auf die Science gegangen, aber da ist nichts passiert. Wir haben es gesaved. Und da hinten haben wir noch auf die Science geschossen, haben 3 erschossen, weil ich keine Saves schaffe. Ja, und das Ritual kommt noch. Ja. Ist geschafft. Go! Genau, das war der Grund, warum man eigentlich den Psyker vorher erschlagen hat. Dann schauen wir noch, was die Charges und die Nahkampfphase bringt und melden uns am Ende Turn 3 Death Guard wieder. Ende Turn 3 Death Guard, wir machen nur mal ganze Zusammenfassungen, weil es nicht wirklich viel bringt. Da hinten ausgedünnt, jetzt bereue ich, dass ich sie aufs Maximum weggeschoben habe, weil dann könnte ich mich jetzt aufs Objective stellen, jetzt schaffe ich es natürlich nicht. Oder ich muss drauf advancen und kann nicht roden, egal. Da ist der Contemptor von... Das habe ich doch eh schon gesagt, glaube ich, oder? Stimmt, die haben schon gerodet. Egal. Der Charge ist sich ausgegangen mit einem Reroll. Hälfte der Lebenspunkte weggehaut. Da kann ich noch zurückschlagen, 6 habe ich vergessen. Also nein, habe ich eh gemacht. 6 habe ich gemacht und dann einen 1er gewürfelt beim Wunden. Der Charge, der 10er Charge ist sich nicht ausgegangen. Die Deathshroud hat nicht gecharged. Ach ja. Lass mich nur nochmal den Ding noch fressen. 6. Ja. Ansonsten die Proxwalker haben wir einfach umzingelt, wir haben dann gar nichts gewürfelt, ich habe jedem Tank einen Lebenspunkt weggenommen. Ich habe versucht mit 6 Attacken irgendwelche 6er zusammenzubringen, um vielleicht sie schön langsam auszudünnen, aber es ist alles wertlos. Da kann es noch ein bisschen was geben. Können wir on camera rückwürfeln, dass man wenigstens irgendwas sieht. Und da hinten ist eigentlich nichts passiert. Im Schussphase habe ich vorher zusammengefasst. 26 Attacken. Ja. Auf die 2. Und auf die 4. Die 4 noch, genau, wegen minus 1. Genau. Und 1 wiederholen. Wie viele? Gar nicht so viele. 4, 8, 11. Nummer 6. Und 5. 11 auf 3 plus. Natürlich 3x, 4x nicht geschafft. Und damit ist er weg. Blub. Sparen wir uns den Paniktest, den sie nicht gegeben hätte. So, passt. Das heißt, Ende des Turns. Ich brauche keine Paniktests machen, weil bei mir alles weg ist. Was angeschaut wurde. Du hast Bring It Down nochmal gescored für 3. Ist das jetzt wert oder 2? Welches? Bring It Down. Die Tanks zerstören mit 12 Lebenspunkten. Nur 2. Genau, sind 2, das heißt, du hast einen noch gekillt. 7. Spread the Sickness hast du nicht gemacht und Ritual. Ah ja, Spread the Sickness ist wieder 3, gell? Mhm. Und hoppala, und Ritual ist 4. Das ist diesmal auch drauf. 1, 2, 3. Ah ja, 7, das ist dieses eigenartige 4, 7, 12. Was auch immer. Gut, passt, das heißt, ich score in meiner Runde wieder nur 5. Und wir machen dann eine ganze Zusammenfassung vom Zug, damit es schneller vorbei ist. Bis gleich. So, und dort die Zusammenfassung länger als der Zug selber. Da bin ich zurückgefallen. Da schieße ich noch mit einer Laserpistole auf dich. 1, aug! Er trifft. Auf die 5. Er verwundet. Oh, schade. Im Prinzip konnte nur der, Manticore schießen mit Vengeance of Arcadia. Hat einen von der Deathshroud gekillt. Da bin ich mit einem aus dem Nacken rausgefallen, einfach nur um lästig zu sein.
Die sind aufs Objective vor und haben gerodet und die sind nur aufs Objective Advanced, weil wie gesagt, da habe ich leider Gottes die, das nicht gescheit gemacht, ansonsten hätte ich da auf den schießen können. Wäre gut gewesen, weil es ist der Plasmawerfer und da sah schon noch übrig. Für die habe ich keinen Moralcheck übrigens gemacht. 3 passt. Das wäre schön gewesen, weil dann hätte ich vielleicht noch Assassin etwas machen können. Das war, das, glaube ich, das schlechteste Objective, was man wählen konnte. Passt, das war's. Ich habe wieder gerodet, diesmal in dem Viertel für 8. Ich habe Engage wieder in allen auf 9. Und Assassinate werde ich dieses Leben nicht mehr zusammenbringen. Und dann schauen wir, was in der Runde 4 das gerade passiert. Ich bin auf recht vielen Objectives. Ich bin da hinten auf einem Objective, ich bin da auf einem Objective. Du hast eigentlich das nur. Und das da hinten. Das heißt, du hast 2. Das heißt, ich habe dich immerhin. Ich stehe jetzt momentan noch auf dem drauf, weil der Commander ist aus dem Nahkampf zurückgefallen. Und es gibt keine, wir haben es zumindest nicht gefunden, nichts, was verbietet, dass er sich selber ordert, nachdem er zurückgefallen ist. Das heißt, er ist da hinüber advanced. Das gehört noch erratiert oder ich habe es einfach verpasst. Macht jetzt keinen großen Unterschied. Thomas scored 10 Punkte. Immerhin habe ich ihn bis jetzt erfolgreich davon abgehalten, 15 zu scoren. Das war, glaube ich, das letzte Mal. Ja. Und jetzt würde mich dann gleich tabeln. Bis gleich. Gut, und am Ende der Runde 4, die mich ganz kurz zusammen, beziehungsweise Zusammenfassung bringt ja nicht mehr viel, lassen wir es gut sein, den 5. spielen wir nicht mehr aus. Ich habe keinen Punkt gescored, ich kann auch nicht mehr Engage scoren, ich kann auch Assassinate, war jetzt ein letzter lustiger Versuch, Vengeance for Cadia, ich habe geflamed, mit ein bisschen Glück hätte ich beide erwischen können, einen habe ich sogar erwischt. Und die Demolisher Cannon hätte uns auf ihn geschossen. Das wäre noch lustig gewesen, aber nein. Da hinten ist inzwischen alles gestorben schon, kann nichts mehr machen. Der Tank ist, den hat es jetzt auch zerrissen und im letzten Zug holt er sich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich den, der hat nur mehr 8 Lebenspunkte, kann sich nicht mehr befreien. Die zwei werden wahrscheinlich auch gefressen noch, weil er kann aus dem Nahkampf zurückfallen und einfach totschießen vielleicht. Aber ich kann auch keine Primaries mehr scoren. Der Thomas scored dafür alle Primaries im letzten 15. Das heißt, wir haben hier 30, 45. Also ihr Maximum, oder? Ja. Jetzt könnte es nochmal Spread the Sickness machen. Das schaffe ich aber nicht, weil du bist auf dem Marker. Ich kann nur, wenn du nicht drauf bist. Na gut, aber du hast 9. Ja. 9 Punkte immerhin. Und Ritual könnte es jetzt nochmal machen, oder? Ritual, nein, das ist maximal. Also ich sehe erst 12, bring it down, wirst jetzt, ja. Alle umbringen wahrscheinlich. Ja, weil der hat Nummer 2. Nein, vor allem der hat Nummer 2. Also ja. Das ist eher der das Problem. Und vor allem du hast ja noch einen Mörser hinten. Also das sollte ich aus, kannst mit dem Poxwalker aus dem Nahkampf rausgehen. Mhm. Okay, das heißt, das werden wir maxen. Wo ist es? Da. Da haben wir 15, 27 und 19. 36 für ein Total von 11, 81, gar nicht so arg viel, aber meins ist noch viel weniger, das sind nämlich nur 10 Primaries, das ist das bitterste, 10, 18, 27, also 10 und 17 sind 27, aber ich kriege 10 Punkte, weil ich voll beim Mal bin, 37, ja, that's it, das war jetzt leider Gottes nicht so sonderlich spannend zum Zuschauen, da ist immer die Nachbetrachtung ein bisschen interessanter, glaube ich, zoomen wir mal raus, das ist hineingezoomt. So. Da ist die Nachbetrachtung meistens interessanter. Also sicherlich Fehler war die eine Unit nach vorne. Also beginnen mit Fehler Armeeaufstellung. Die Kalidus ist zwar ganz lustig, aber in der Armeeaufstellung hat die fürchtlich nichts verloren. Da sind nochmal 20 Infanteristen oder eine Runde Conscripts, wobei ich eher 2x10 noch reinnehmen würde. Von den Conscripts halte ich jetzt nicht unbedingt so arg viel. Den Knubbel da auf der Seite bitte verzeihen, das ist der Kamerahalter. Also nochmal 2x10 Infanteristen hinein. Ich habe schon gemerkt, also es gehen einmal relativ schnell die Block-Units aus und die Units, mit denen man irgendwie roden kann oder auch einfach ein bisschen herumschießen. Also allein um die Poxwalker auszudünnen, wenn man sagt, okay, die Unit kriegt First Rank, Second Rank und schießt einfach ein bisschen, dann kann man so ein paar pro Runde rauspicken. Und wenn 10 Leute schießen auf 24 Zoll, dann sind es mit First Rank, Second Rank auch wieder 18 Schuss, weil der Sergeant hat halt keine Rifle. Versteht niemand, warum er die nicht haben darf, übrigens, by the way. Ich hoffe, er kriegt sie irgendwann, weil das ist wirklich nicht lächerlich. Das hätte schon mehr gebracht. Also in dem Fall, aus meiner Sicht,
Boxwalker Matchwinner, absolut, weil die waren als erstes in meiner Seite. Ich konnte sie nicht auslöschen, wobei ich eigentlich am Anfang nur auf die Crawler geschossen habe, um diese Gefahr zu neutralisieren. Das hat gut funktioniert. Und dann habe ich eigentlich nur auf die Boxwalker geschossen, aber leider Gottes in seiner zweiten Runde, aufgrund des Wiederbelebs Tralalas, war er da. Also wenn ich die schon vorstelle, muss ich entweder eine Linie vor meinen Tank machen oder ich lasse sie hinten stehen, damit ich auf dem Objective bin, sie nicht durch die Wallcats verlieren kann und dann vielleicht hineinchargen und mit der Anzahl an Attacken was reißen. Oder halt Move blocken oder aus dem Nahkampf zurückfallen und hineinschießen. Hätte Fahrradkette, hat nicht funktioniert. Also wie gesagt, zwei Units mehr wäre schon was. Die Plasma-Waffen auf den Science sind eher sinnlos. Das heißt, die Armeekomposition wird auf jeden Fall noch umgestellt. Ein Probematch sollte ich noch haben nächsten Mittwoch. Da probieren wir es dann mit Infanterie-Units noch dazu. Wurscht, lange Rede, kurzer Sinn. Spielfehler war hier auf jeden Fall. Das hat nicht gut funktioniert. Da hätte ich mich besser screenen müssen. Ansonsten ist mir nicht wirklich was aufgefallen, wo ich gesagt hätte, okay, da habe ich jetzt wirklich einen groben Blödsinn gemacht. Kleinigkeiten, die mir zum Schluss was helfen hätten können, wenn ich die Signs, die hier gestanden wären, ein bisschen weiter vor, wo ich mich nur bewegen hätte müssen, dann hätte ich vielleicht den Teleman erschießen können mit den Plasmawaffen. Wobei auch nicht, weil der reduziert ja auch den Schaden. Ja, also solche Geschichten, eher Kleinigkeiten, aber ich glaube ja, dass die Armeekomposition einfach nicht gut genug ist, um mit einer rein rassigen Turnierliste wie die vom Thomas mitzuhalten. Da ist einfach alles drinnen, es ist die Masse an Modellen, die man sich schwer tut wegzukriegen, die nachwächst. Ein Command Point, das ist schon relativ bitter. Die Kalidus hat auch nichts gebracht durch Reign of Confusion, die hat dich nur einen Command Point gekostet in Wirklichkeit und hat nichts gebracht. Also ich habe überlegt, wo ich sie anders hätte einsetzen können. Hättest du irgendwas gesehen? Ich meine, mit einem Vierer... Im Prinzip, ja, sie hatten nur den Marker einmal denied. Mit einem 4-Zoll-Schock hätte ich vielleicht da hinten auch runterkommen können und dort hinten was machen, vielleicht den Teleman erschlagen. Andererseits, sie macht halt kaum Schaden. Also gegen jemanden, der Minus-Damage hat, macht auch das Schwert immer nur einen Schaden. Ja, und ich glaube, sie hat nur 6 Attacken, oder? Genau, die sechste, sie hat nur 5 Attacken, die sechste ist dann eine andere Waffe. Sie kann vorher mit so einem auf 9 Zoll, so Mortal Wound Gun mit 3-6 gegen den Moralwert, damit könnte man was machen. Mhm. Also sie schafft es vielleicht, so einen Charakter auszuschalten, einen, und dann stirbt es halt selber. Also das sind alles immer solche Glaskennen-Geschichten. Das hat mir jetzt nicht viel gebracht, hätte 3 Punkte oder so für Assassinate gebracht. Assassinate war auch nicht unbedingt die richtige Wahl. Da wäre Bring It Down besser gewesen, weil ich gewusst habe, die Crawler und die Wallcats will ich eher schießen, dann hätte ich mich mit 8 Punkten oder so begnügen sollen. Habe ich auch nicht gemacht. Das war nicht so gut. Also Komposition und das Secondary ist fraglich. Hast du irgendwelche Spielfehler gemacht, wo du sagst, okay, das ist... Ich habe es mal wieder versucht, Spread the Sickness zu nehmen und bin wieder nicht überzeugt. Ich glaube, es ist einfach... Weil halt kein Gegner auf dem Marker stehen darf, sonst kann ich es nicht machen. Und das ist einfach, wenn der Gegner weiß, dass ich das habe, dann kann er mir einfach so leichte Punkte verweigern. Es wäre sicher besser gewesen, wenn ich Banners genommen hätte. Da hätte ich vor allem jetzt dann, wenn ich die Infanterie ausgeschaltet habe, hätte ich eigentlich fast auf allen Markern einen aufstellen können. Oder wenn die, was ich auch gesagt habe, wenn die Marker eigentlich relativ mittig, also du hast 4 Marker, die du relativ schnell erreichen kannst. Stranglehold wäre in dem Fall gar nicht schlecht gewesen. Mhm. Vor allem mit der indirekten Firepower. Es ist jetzt nicht wahnsinnig viel, weil es sind nur 3 bis 6 Schuss. Aber es sind trotzdem 3 bis 6 Schuss, wo du auch irgendwelche entlegenen Objectives auch clearen könntest. Also ist sicherlich nicht gegen jede Armee gut, aber da wäre es jetzt auf jeden Fall gut. Dass ich so gut vorkomme gegen dich. Ich habe mal eher befürchtet, dass du mich wegschießen wirst, einiges zumindest. Habe ich in der ersten Runde gemacht. Nicht, und du mit Move so und halt auch viel mehr Objective Security. Aber ich verliere sie zu schnell. Das ist egal aber was drauf schießt. Es bleibt dann immer einer über oder zwei über und die rennen dann wieder vor. Die versandte Moralcheck, das ist, also ich kann nicht immer nur Einser würfeln. Also bei Moralchecks nicht, sonst schon, aber ja, auf die Würfel soll man sich nicht ausreden. Es war jetzt nicht so prickelnd. In manchen Situationen hätte es was bringen können. Ansonsten aber in meiner Liste, ich sage jetzt mal, die 10er Einheit von den Boxwalkern bin ich jetzt nicht so überzeugt, weil die sind halt zu wenige, dass sie verlässlich überleben, wenn der Gegner nicht zu viel drauf. Aber ist vielleicht so ein bisschen der Distraction-Carnifex, weil man sagt, okay, man nimmt die sich vor, dann schießt er auf die großen Units nicht und das ist der große Fehler. Also
ich kann jetzt nicht sagen, dass ich nicht auf sie geschossen habe. Ich habe eh lang genug auf sie geschossen und viel genug auf sie, also nicht genug auf sie geschossen. Da war es halt bitter, muss ich sagen, das hätte nicht so ausgehen müssen. Mhm. Also der Charge da war spielentscheidend, dass da die 11 Zoll zusammengebracht hast. Ich hätte eine 5 oder 6 braucht, dass ich dir zumindest den einen genau. den Russ abbiege. Da hätte ein 5, glaube ich, hätte sogar gereicht. Ja, aber das, damit hätte ich leben können, weil dann wäre ich zurückgefallen, ja. hätte mit anderen reingeflamed. Das wäre noch okay gewesen. Ist, es wäre dann halt darauf ankommen, wie viele von dir ich erschlage. Ja. Weil ich hätte natürlich auch da die Mortal Wounds. Mhm. Und wenn ich 5 oder du hast nur 4 Modelle drauf gehabt, selbst wenn der hinter der Mauer gestanden wäre, da ja. hätte ich die Toten dann einfach auf den Objective Marker geben. Also die zurückbekommt. Ja, ja. Na, das Objective hätte man sicher weggenommen. Es war eher das Problem, dass du sie taken konntest. Ja. Und da war das Problem, dass ich mit 3x6 reingeflamed habe und auch mit den Sentinels reingeschossen habe. Mhm. Aber es ist sich halt nicht ausgegangen. Ich habe mir überlegt, was ich tun kann. Aber ich habe, glaube ich, auch diese... Das wären nur so Einzelschüsse. Die eine Unit, die da war, hat gar nicht geschossen. Ich habe sie komplett auslassen. Und da war halt die Situation, dass dann noch 6 überblieben sind. Die Bullgrins haben in der Nahkampfphase, ich habe absichtlich nur auf die Poxwalker geschlagen, weil ich gewusst habe, der Deathshroud mache ich nicht wirklich was. Die Poxwalker müssen weg, weil die haben die Obsec und die machen sonst wieder die Conga-Line hinüber. Und die haben komplett auslassen von den Attacken. Ja, die haben nur 2 umgebracht, das war ganz, ganz widerlich. Dann da die Schuss, wo 2 treffen, aber dann trotzdem nur gar keine Wunde machen. Das war bitter. Und da haben die Schuss auch auslassen. Also Da traue ich mich sagen, da hat das Würfelblech ein bisschen zugeschlossen. Der hat auf die geschossen, der hat die 6 ausgelöscht. Das schon, aber ich habe mit einem Heavy Bolt habe ich reingeschossen und da habe ich auch 2 Hits gemacht und nur mit gar keine Wunde. Okay. Und das war halt bitter. Und da hat auch einer auslassen. Also da habe ich zwar das erste Mal schießen, habe ich ja 12 Schuss machen dürfen. Mhm. Und auch das hat, ich glaube, 6 oder so umgebracht. Also das war ganz bitter. Das war schlecht. Und da muss ich sagen, das war das einzige Mal, wo ich sage, okay, da ist das Würfelglück tatsächlich. Hat einen schlechten Einfluss gehabt, weil die Deathshot war relativ weit weg, der Dämonenprinz war relativ weit weg. Da hätten sich die Charges vielleicht auch nicht ausgehen können. Da hätte ich noch Zeit gewinnen können, beziehungsweise war ich auch mit 3 von den kleinen Typen drauf. Hat dann auch nichts gebracht, weil die hast dann, das Bittere ist da durch diese Plexbird Gauntlets. Du nimmst diese ganzen halt kleinen Units, die nimmst du mit am Weg. Das ist wirklich extrem. Ich meine, gegen Marines machen sie halt nichts. Mit 4 Würfel, 18, also ich glaube, da hast du auch selten schlecht gewürfelt. Ja. Und dieses 1er Reborn ist halt total bitter. Da war es bitter, dass die Unit, obwohl ich da Command Points investiert habe, da komplett untergegangen ist gegen die Volkites. Generell, bei mir ist halt immer, da krampft es mich innerlich immer zusammen, egal wie viele Würfel ich in der Hand nehme, ist dieser 1er dabei. Wenn ich 2 Würfel in die Hand nehme, ist ein 1er dabei. Wenn ich 6 Würfel, und es ist immer so dieses... Der Einser ist dabei, auch bei der ganzen Leben Russ. 2 Mortals und eine Wunde geht durch. Mhm. Oder 3 oder 4 Wunden muss ich safen auf die 2 Plus. Jetzt hast du eh schon so einen super Rüstungswurf und dann kommt der Einser. Mhm. Und da bist du ruckzuck halt auf deinem unteren Profil. Von der Liste würde ich, glaube ich, eigentlich nichts ändern. Das Einzige, was ich mir überlegt habe, mit weisem Blick voraus auf Chapter Proof, wenn dann meine Evolkerts wahrscheinlich nicht mehr so gut sind, dann habe ich überlegt, mal zu probieren, einen zumindest zu nehmen mit Multimelter, den man auch für 1 CP, glaube ich, kurzes nur aufflanken kann. Das wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, aber das muss man probieren. Schauen wir mal. Genau. Solange es noch geht, benutze ich die mal, weil das ist nicht so sein. Ja, und bei mir heißt Kalidus raus, 2 Units Infanterie rein. Die Science werden wir von den Plasmawerfern befreien und vielleicht einen 6. noch dazugeben. Auch ein bisschen im Hinblick auf das nächste Chapter Approved. Vielleicht nehme ich nicht 2 Einzelunits rein. Was sagst du, 2 Einzelunits oder eine größere Conscript Unit? Ich würde 2 Einzelne nehmen. Weil du kannst immer noch, also zusammenlegen kannst du normale Squads nicht, oder? Doch. Also ich könnte für einen Command Point. Das Gleiche machen. Ja. Ich würde die Conscripts ehrlich gesagt nicht zu White Shields machen, wenn ich nur eine Unit habe, weil dann machen sie halt nicht. Rufen wir es auf. Ui. Ja. Also das ist eigentlich wurscht. Und 2 Truppen sind halt, also 2 Truppen sind halt einfach flexibler, glaube ich. Du kannst, Hätte ich auch gemacht, ist jetzt nur die Frage. Wie viel Power Level hat ein Trupp? Du kannst auch einen rausstellen auf die Seite oder irgendwo. Das bringt, glaube ich, nichts, weil die sollen eher im Feld sein. In der ersten Runde vor Beschuss sicher. Du
simulieren mal die erste Runde, weil du aber es sind sechs Units am Feld und du kannst sowieso verstecken, du sowieso die Tanks. Ja, also das Small Arms Fire, das habe ich mir schon abgewöhnt. Du kannst sie so auf minus 1, du kannst die Bulldrins strategisch hinstellen, dass du mit einem Command Point in minus 1 zu Hit geben kannst, solche Geschichten. Das kann man machen, aber der Rest zahlt sich, glaube ich, nicht aus. Ja, schauen wir uns an, wie das mit der anderen Liste funktioniert beim nächsten Mal. Ansonsten müssen wir uns dann nur anschauen, ob ich es schaffe, noch 20 Modelle zu drucken und zu bemalen, weil sonst würde ich zum Turnier fahren nicht voll bemalt, was mich ein bisschen kratzen würde, oder ich schaffe es noch irgendwem was auszuborgen. Aber das will ich eigentlich auch nicht. Schauen wir mal. Wie dem auch sei, nicht vergessen, Like, Subscribe und Comment, damit die YouTube-Götter wissen, dass es mich gibt. Heute leider Gottes nicht so ein spannendes Match. Ich hoffe trotzdem auch was zum Lernen für euch, nicht nur für uns. Und würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder auftretet, wenn es wieder heißt GG bei Geeks Gaming. Schönen Abend. Guten Abend.